Fabian Frey, 4-2 Sieg da in Chiasso. Schon nach weniger als einer Minute haben sie getroffen. Super stark gewesen. Ja, ganz wichtig war klar. Doppelt gefreut, dass ich das Goal dürfen oder geschossen habe. Aber wichtig war natürlich, dass wir relativ souverän den Sieg da realisiert haben. Kompliment an die Mannschaft. Es war nicht einfach auf dem Platz, wie man gesehen hat. Aber ich glaube, wir haben das doch schlussendlich souverän abgespielt. Es war schon überraschend. Ihr habt eigentlich besser aussehen, körperlich und läuferisch, als Chiasso da als Auswärtsteam. Sind ihr einfach fitter als Vollprofis? Gut, das weiss ich nicht. Das muss man den Trainer reinfragen. Wir haben natürlich gewusst, was auf uns zukommt. Wir haben uns auch darauf eingestellt. Und dann ist es noch so, dass vielleicht Spieler, die nicht gespielt haben, die sonst nicht so viel zum Einsatz kommen, auch die wollen zeigen, dass sie bereit sind. Also glaube ich, hat einfach jeder wieder 100% gegeben. Und das hat man dann schlussendlich vielleicht auch gesehen auf dem Platz. Sie haben zusammen mit dem Mohamed Salah auf dem Flügel gespielt, ein bisschen rotiert, also hin und her gewechselt. Gefällt Ihnen die Position? Ja, auf jeden Fall. Also es macht Spaß natürlich. Und meine Mitspieler sagen schon, immer wenn ich da draußen spiele, dann schieße ich Goal und ich soll doch das weiterhin machen. Aber es ist natürlich auch so, dass der Trainer weiss, dass ich auch im Zentrum spielen kann, wie auf der Seite. Und schlussendlich bin ich froh, wenn ich spiele. Und heute hat es Spass gemacht, obwohl ab der 60. Minute hast du dann müssen schauen, dass du nicht mehr verletzt bist. Also, ihr habt ja eigentlich das Spiel größtenteils im Griff gehabt, aber dann der Gegenstoss, also ihr habt 2-3 Szenen gehabt, wo ihr eigentlich bei eigenen Standards vor dem gegnerischen Goal dann nachher den Ballverlust haben und einen schnellen Konter. Eigentlich müssen wir so Standards bei so einer Rase fast ein bisschen defensiver spielen, fast ein bisschen vorsichtiger. Ja, das auf jeden Fall. Und vor allem haben wir ihn einfach können fast Goal schiessen. Wir haben es 2-0, glaube ich, so geschossen vom Jacques durch den Eckball. Also dann müssen wir dann weiterhin den langen Ball suchen und probieren, den Ding etwas zu machen. Das ist nicht so. Ja, nicht gut gewesen, weil dann haben wir das Goal bekommen, dann haben wir genau das gleiche nochmal gemacht und dann sind wir nochmal in den Konter gelaufen. Das darf natürlich nicht passieren, aber das haben wir in der Pause angesprochen und dann glaube ich, ist das auch klar und in Zukunft werden wir das ein bisschen geschickt haben. Also jetzt noch letzte Frage, Spitzenkampf gegen GC steht da, was erwartet Sie da? Ja gut, es ist ein Heimspiel für uns und wir werden natürlich die 3 Punkte abheilen, aber sie werden natürlich Vollgas geben, sie haben jetzt 2-mal auch nicht gewonnen und möchten uns natürlich auf Distanz behalten, also glaube ich, ist es eine relativ offene Angelegenheit.